Und wir sind live. Mike and Mike Podcast, nächste Episode. Martin Batek zu Gast. Servus Martin. Servus Mike. Wie geht's da? Soweit ganz gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's hervorragend. Danke. Freue mich, dass du da bist. Ja, sowieso. Kann mir den gehen lassen. Herrlich. Wirklich, wirklich fein. Wir haben vom Podcast übrigens schon ein bisschen gesprochen. Möchte gern darauf weiter einhaken. Was ist deine Meinung bezüglich Verschwörungstheoretikern? Ja, es gibt ja... Also ich schaue sehr viele Videos zurzeit, muss ich sagen. Ich schaue liebend gern über die Flat Earther. Die sind für mich was ganz was Besonderes. Sie sind wirklich was Besonderes, ja. Aber hauptsächlich schaue ich natürlich jetzt die Leute an, die es zur Aufgabe gemacht haben, gegen diese Bewegung vorzugehen. Also dann quasi Flat Earther Videos zu debunken, nennt sich das. Also Beweise zu liefern und Beispiele zu liefern, warum es keine flache Erde gibt. Weil das halt meistens sehr gebildete sind, Wissenschaftler sind, Universitätsprofessoren oder einfach nur etwas klügere Mitmenschen. Und denen höre ich gern zu, wenn man ein bisschen was dabei lernen kann und sich damit auseinandersetzen kann, ja, was manche Leute für ein Weltbild haben. Sensationell ist das. Und ich frage mich einfach, woher das kommt, warum gibt es die Notwendigkeit dafür, zu glauben, uns wird vorgegaukelt, die Erde ist high, ein Ball, obwohl sie in Wahrheit eine Scheibe ist. Es könnte sein, warum solche Verschwörungstheoretiker jetzt gerade so viel Ohr finden und so viel Anklang finden bei den Leuten, dass sie etwas ansprechen bei den Leuten, wo es unterbewusst ein bisschen eine Unsicherheit aufwirft und sie in dieser Theorie eine Sicherheit finden. So versuche ich mir das zu erklären, dass die einfach deren Unsicherheit kundgeben und mehrere Leute diese Unsicherheit teilen und dadurch bestätigen sie sich in dem, was sie glauben, zu wissen. Ja, ich glaube, dass ein paar wenige dahinter ein bisschen ein System machen, wie sie aus irgendeinem Grund wahrscheinlich Geld mit der Dummheit der Menschen machen können oder mit der Unsicherheit. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man sicher in der heutigen Welt, wo es so viel Information überall gibt und so leichte Verbreitung, aber auch falsche Meinungen und Unwahrheiten leicht verbreiten kann, danach suchen irgendwo einen Fehler zu finden oder eine Verschwörung vielleicht zu finden. An dem Überfluss der Information glaube ich einfach, dass man glaubt, okay, es wird uns, ich bin mir auch sicher, dass uns nicht überall immer die Wahrheit gesagt wird, was man vielleicht teilweise in manchen Medien hört, aber vor allem jetzt, sage ich mal, Amerika ist sicher ein guter Pool dafür, wo Falschinformationen irgendwie preisgegeben werden, auch über Fernsehsender, dass die Leute sehr skeptisch sind und über diese extreme Skepsis findest dann irgendwas, was für dich halbwegs logisch ist, wie wenn ich halt zum Horizont schaue, schaut halt nirgendwo das Ganze nach einem runden Ball aus. Mhm. Und deshalb scheint das total logisch sofort für die Leute. Also das ist das Einzige, wie ich mit ihnen irgendwie zuschreiben kann, warum man einer solchen Verschwörungstheorie glaubt, aber unterm Strich jeder, der Schulgangen ist, sollte, ja, glaube ich, sowas Fundamentales. Die sind ja auch Schulgangen. Ja. Also hoffe ich. Also ja. aber es ist für mich einfach nur unterhaltsam, das anzuschauen, sagen wir so. Ja, so gesehen eigentlich, du darfst das eh nicht ernst nehmen, weil, wenn ich drüber nachdenke, es gibt eine Theorie, eigentlich eine Theorie, es ist eher mehr schon, geht in die Ernährungswissenschaft, unter Anführungszeichen Wissenschaft jetzt, Ernährungswissenschaft. Und zwar Leute, die sich von reiner Lichtquelle ernähren. Habe ich auch schon gehört. Schon gehört davon? Ja, wie denn? Das Beste sind immer die Nachrichten, wenn es dann irgendwo einen gibt, der jetzt wirklich schon so sein ganzes Leben nichts isst angeblich. Und wenn es dann versuchen mit Kamera das festzuhalten, ist es irgendwie nicht mehr möglich. Ja klar, die brechen dir ja weg. Ich denke mir auch, es kommt vielleicht ein bisschen aus einem Wunsch, dass das möglich ist. Es wäre schön, wenn es etwas Übernatürliches gäbe. Es wäre doch eigentlich geil für uns alle, wenn wir nicht essen müssten und nie hungrig wären. Wenn die Sonne für uns ausreichen würde als Energie, wäre eigentlich ganz ein netter Gedanke. Ich halte es halt einfach für sehr unlogisch. Sehr viel romantische Philosophie in dem ganzen Gedanken. Ja, vielleicht. Oder das, vielleicht gibt es auch wirklich einen von 7 Milliarden, der dazu aus irgendeiner körperlichen Mutation in der Lage wäre, Photosynthese zu betreiben. Aber es ist sicher nichts für die breite Masse der Bevölkerung. Ich glaube auch nicht. Es hat sogar einen Typ gegeben, der hat es probiert und der hat es sich auch filmen lassen dabei. Und er hat nach 3 Tagen abgebrochen, weil ja, er hat etwas zum Essen gebraucht. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, warum hat er abgebrochen? Naja, er hat schon einen Apfel gegessen, weil sonst fällt er ja um. Und dann haben sie ihn halt konfrontiert mit dem,
aber reine Lichtenergie ist es ja dann nicht. Naja, das ist Interpretationsgeschichte. Wo ich immer wieder denke, okay, passt, du genießt gern Sonnenlicht, aber dann sag nicht, dass du dich rein von dem ernährst. Mhm. Oder? Na, gib wieder recht. Ich meine, es wäre super, weil dann hätte man kein Hungerproblem auf der Welt. Ja, das wäre... Ja. Da sollten halt die ganzen Kinder in Afrika, die zu wenig zum Essen haben, sagen, hey, brauchst du nur Sonnen setzen, das Paletti. Wäre sehr eine schöne Vorstellung, wenn es möglich wäre. Eigentlich schon, ja. Ja, es ist schwierig. Hast du schon mal einen Verschwörungstheoretiker so in live gesehen und auch konfrontiert? Na, ich habe immer wieder mal mit Leuten, es gibt ja auch in Österreich, Gespräche geführt, die halt dann an die lustigsten Verschwörungstheorien glauben, aber das sind keine Verschwörungstheoretiker. Mhm. Das sind halt auch Menschen, die sich irgendwo unsicher sind und dann halt an das glauben. Also vielleicht bin ich da falsch, vielleicht bin ich auch nicht fühlig für sowas, aber auch das Thema mit Geistern und so, dass mir dieses Leute gibt, die das sehen. Ja. Vielleicht gibt es wirklich, ich kann es mir halt einfach schwer vorstellen. Ich habe auch nie eine Erfahrung gemacht, die das irgendwie bestätigen würde. Sollte jetzt irgendwer zuhören, der sehr wohl Geister sieht, möchte niemandem, wie gesagt, zu nahe treten und das jetzt einfach sagen, dass das nicht stimmt. Für mich ist es halt einfach absolut nicht nachvollziehbar und dann stellt sich für mich immer die Frage, warum gibt es Leute, die das sehen oder auch spüren oder auch paranormale Erlebnisse haben, dass Dinge vor ihnen rumfliegen oder runterfallen. Warum passiert das bei anderen Leuten einfach gar nicht? Meistens passiert es bei den Leuten nicht, die nicht dran glauben. Das ist so ja. Immer, wo ich mich dann frage, das ist irgendwie nicht logisch, weil wenn es Geister gibt, gibt es vielleicht andere, der sehen kann, andere nicht, aber geben tut es überall. Ja. Und die treiben überall ihr Unwesen. Ja. Deshalb, da tue ich mir dann ein bisschen schwer damit einfach. Ja, und der Glaube versetzt Berge. Ja, das ist ein schöner Spruch. Danke. Aber nur mit dem Glauben wirst du nicht viel tun können, weil sonst könnte man sich alles einreden. Und das wird am Strich irgendwann funktionieren, wenn ich fest genug dran glaube. Ja, aber funktioniert es für die Leute? Weil sie daran fest glauben? Ich kann so viel dran glauben, wie ich will, dass ich schweben kann. Ich werde deshalb trotzdem, weil ich das kann sehen, der wirklich von einem Haus runterschwebt und sagt, naja, ich habe das immer schon gewusst und ich glaube weiterhin dran, dass es dann auch funktioniert. Naja, außer jene Leute, die in der Herrengasse dann sitzen und schweben. Kennst du? Ja, Illusionisten, aber die haben meistens irgendeine ganz ausgefinkelte Mechanik und ja. Den Hintern, der durch einen Arm mit einem Stock zum Boden verbunden wird. Schaut cool aus, ich bin ein unglaublicher Fan von Magie und von Illusionen, weil es mich einfach fasziniert. Und weil es geil ist und weil ich auch gerne mich verblüffen lasse. Ja. Du darfst halt nur nicht anschauen, wie es wirklich funktioniert, weil dann ist es meistens relativ ernüchternd. Dann ist dieser Effekt von wow und dieser magische Effekt ist dann weg. Ja, das stimmt. Das ist das meiste Vorbereitung, ja. Ein bisschen Ablenkung und das ist vollkommen okay, weil das ist für mich absolut unterhaltsam und auch geil zum Anschauen. Ja. Aber es ist auch nicht mehr. Also wenn du wirklich einen Illusionisten einmal privat reden könntest, außerhalb von gesamten Zirkus irgendwie YouTube oder Videos oder Fernsehen wirklich unter vier Augen, dann wird er das alles bestätigen können, dass der nicht zaubern kann, sondern dass es viel Mechanik, viel Technik ist und viel Vorbereitung. Klar, aber für das ungeschulte Auge wirkt es dann halt magisch. Ja, natürlich, das soll es auch sein. Und das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, das stimmt. Ich finde den, wie heißt denn der Zauberer? Zauberer ist jetzt blöd gesagt. David Blaine, sagt er da was? Ja, im Namen, aber ich bin ja sowieso... Also ihr Gesicht würde ich wahrscheinlich erkennen. Etwas dunklerer Typ, Amerikaner glaube ich, oder er ist in den USA ziemlich oft vertreten. Der macht schon arge Sachen. Machen es alle. Also ja. David Copperfield lässt live auf der Bühne einen Zug verschwinden. Ja, solche Sachen. Ich meine, das ist sensationell eigentlich. Das ist sensationell, es ist unglaublich zum Anschauen, aber es gibt dahinter irgendeine Technik, die reproduzierbar wäre. Ja klar, ich glaube, das gibt es bei allen Zaubertricks. Da hat sogar, ich weiß nicht, ob du das früher geschaut hast, da hat es auf RTL 2 RTL 2 habe ich nie geschaut. Okay. Also muss ich den enttäuschen. Ist kein Problem, aber ich erkläre es da trotzdem sehr gerne. Da hat es einen Zauberer gegeben, unter Anführungszeichen, der hat die ganzen Magier und die ganzen Tricks von den Magier auffliegen lassen. Mhm. Er hat zuerst den Trick gezeigt, wo du denkst, wow, geil. Und dann hat er den Trick noch einmal gezeigt, aber wie er es gemacht hat. Mhm. Und er hat richtig, richtigen Shitstorm damals gekriegt, weil er halt das Geschäft ruiniert für die Leute. Und er ist halt viral gegangen mit dem damals. Also für mich, denk mal ganz ehrlich, auch wenn ich es weiß, dass das ja keine echte Magie ist, ruiniert das für mich nicht den Unterhaltungswert dabei. Finde ja. Für mich persönlich zum Beispiel ist es eigentlich auch immer ganz geil zu sehen, wenn ich irgendwie sehe, wie da etwas funktioniert, unterhaltet mich das eigentlich dann teilweise sogar noch mehr. Ja, ja. Schon mal ausprobiert? Zaubern? Ja. Bin dafür wirklich nicht geeignet. Ja, war die Fingerfertigkeit nicht dafür.
Ich habe weder die Geduld dafür, das zu Ja. üben, noch die Fingerfertigkeit, glaube ich, die Koordination überhaupt. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr lange, wenn nicht lebenslange Aufgabe ist, da wirklich so gefinkelt und gut zu werden. Oder halt zumindest einige Jahre Übung braucht, damit du so gut wirst, dass du mal die simpelsten Tricks nachmachen Die kannst. simplesten Tricks, würde ich gerade sagen, so Münze verschwinden lassen, hinterm Ohr wieder, Ja. Karte, war ja, nein, stimmt schon. Da gibt es einen Trick, und das würde ich mir gar nicht anschauen, warum der wieder funktioniert, weil er mich einfach so fasziniert, der Trick. Und zwar iPhone oder Handy jetzt, würde keine Werbung für Apple machen, aber Handy, Smartphone, auf der Handfläche eine Spinne als Bild abgebildet. Er hebt es auf, Spinne krabbelt raus, er macht es wieder zu, Spinne ist weg. Und die Leute zucken voll aus und sagen jetzt, sie haben halt wirklich das gespürt, dass da Spinne ist, wenn man kurz sieht, dass er sich ja, eine Spinne ganz ruckartig bewegt. Kennst du den Trick? Ähnlicher. Ist auch ähnlicher, gibt es mit Käfer, Fliegen, whatever. Aber das ist das, da zucke ich aus, wenn es um Insekten geht. Das ist sowieso, das kommt noch dazu, du bist ja dann nicht aufnahmefähig, wenn es um irgendwas geht, was du vielleicht ekelst oder ein bisschen fürchtest, dann bist du Ja. sowieso noch abgelenkter. Ja, voll, ja. Nein, es ist noch die Sendung auf D-Max, weil es immer relativ oft mit dem Dynamo oder so, wenn die dann durch eine Glasscheibe durchgreifen oder ein Handy in eine Bierflasche reinbringen, Ja. wo ich ja weiß, dass das nicht geht, also wie sie irgendwie darauf vorbereitet haben, und das ist für mich eigentlich dann das Außergewöhnliche, dass der auf der Komplett. Straße Leute so verarschen kann, dass sie glauben, das ist das eigene Handy da jetzt drinnen oder was auch immer sie gemacht haben. Also. Weil sie machen schon sehr nah an, wie soll man sagen, am Unfassbaren irgendwie. Man muss aber dazu sagen, gerade wenn es jetzt im Fernsehen läuft, da habe ich halt noch ganz andere Möglichkeiten mit Animation, mit Schnitttechnik, Ja klar, das mit kann man schon gesteuert. sehen. Das heißt, der ist einfach eingeweiht. Ist das jetzt wirklich einer, der auf der Straße frisch angesprochen wird, oder ist der in Wahrheit schon als Vorbereitung einen Tag davor und gesagt, sei am nächsten Tag da und du kannst so, als würdest du nichts wissen. Also das kann man halt überhaupt nicht nachvollziehen Das einfach. stimmt. Das stimmt schon. Ja, da ist schon sicher für auch dahinter. Im Fernsehen geht es sicher mehr als jetzt, sage ich mal, bei einer Live-Show, wenn dich ein Zauberer auf die Bühne holt. Aber auch dort, glaube ich, also die sind einfach gut. Das muss man dabei lassen und das ist Das stimmt. vollkommen okay. Und dadurch haben sie absolut ihre Daseinsberechtigung, Ja. dass sie uns halt so unterhalten können. Na, als Unterhaltungsform finde ich das ja mega. Also da kann ich mich nur dir anschließen, weil Magie hat schon etwas Spannendes. Bisschen skeptisch ist man da, aber es zieht dann schon in einen Bann ein bisschen. Also mir zumindest, und ich denke, bei dir wird es ähnlich So sein. ist es ja. Und ja, das stimmt schon, das ist cool. Das ist echt cool. Aber weil du gerade gesagt hast, auf die Bühne holen, da gibt es da gibt es ihn auch wieder in den Staaten vermehrt, da wo es halt sehr populär ist, diese Heilpriester, die, keine Ahnung, die Hand auf den Kopf halten und sagen, du bist geheilt, und dann fallen die Leute um in Scharen und feiern diesen Priester, weil er von Gott gesandt ist. Kennst du den? Jetzt nicht kürzlich, aber ja, Heiler gibt es immer wieder, ne? Sagen wir schon. Und da gibt's so ein geiles Video. Du hast sicher mal von dem Spiel gehört, Street Fighter. Natürlich. Sehr gut. Und da gibt es ein Video auf YouTube, wo dieser Heiler mit so einer Masse spricht. Also, keine Ahnung, 1000 Leute in so einem Raum. Und er haltet die Hand so hin, also Richtung Publikum, und macht so eine Stoßbewegung. Und die vordere Reihe fliegt immer um, weil sie so quasi den Heiligen Geist verspüren. Und der YouTube-Editor hat einfach einmal Street Fighter-Musik und Street Fighter-Kampfgeräusche rein dann. Das ist so geil. Dann hörst du nur so, schau da, hallo, kein Duff. Und dann fliegen die ganzen Leute um und dann kommt dieser Blitzschlag. Das ist so geil animiert. Das muss ich da mal schicken. Das ist richtig gut. Amüsiert mich auch unglaublich, solche Videos. Also gibt es einige von denen, die so in eine echte Szenerie quasi was reinschauen, also ein Videospiel, ob es nur Sounds, ob Soundeffekte, ob es Animationen sind. Aber das ist einfach sehr, ich finde das sehr lustig. Kann ich Das mich ist sehr echt lange damit beschäftigen. eher voll. Ja, da hat YouTube schon ein paar gute Sektionen dabei. Ja, auf jeden Fall. Also, aber das Thema auch mit den Heilern ist halt ein ganz lustiges, finde ich. Ich glaube zum Beispiel, da ist es weniger, dass der wirklich eine Heilungsfähigkeit hat, also Begeisterungsgabe. Ich glaube, dass der menschliche Körper unglaublich in der Lage ist, sich selbst zu heilen durch richtige Gedanken, durch Zielsetzungen, ja, einfach durch eine richtige Gedankenführung. Und wenn das halt der Auslöser ist, dass ich das jetzt glauben will, dass das der Heiler ist und dass dadurch mir so eine Gewissheit gibt, dass der mich heilt, glaube ich schon, dass ein Körper auch in der Lage ist, sich zum großen Teil selbst zu regenerieren. Der wird es aber trotzdem nicht schaffen, dass jemand, der ein
dem ein Fuß fällt, dass dem der Fuß nachwächst. Ja klar, aber das ist ja offensichtlich dann. Ja, vielleicht ein Nervenschaden wird vielleicht aufgehoben, weil der Körper in der Lage ist, mit der Kraft vom Geist sich wirklich zum großen Teil wieder zu regenerieren. Wenn das der Anstoß ist, solange niemandem wehtut, ist das absolut in Ordnung. Sie machen für Götter mit. Ja. Das ist halt das. Ja. Das sind teilweise schon Millionäre, die was das machen. Wobei jetzt gesehen habe auf ATV kürzlich über so Gurus eine Sendung, das war echt lustig. Da haben wir hat es angegeben, der kommt auf die Bühne, der hat den sanften Blick, das ist der Kroate. Und die Leute stehen sich hin und schauen den 10 Minuten lang an und er sagt kein Wort und steht einfach nur und schaut dir an, schaut wirklich ein bisschen rein wie ein Hund, der jetzt nicht versteht, warum er jetzt nichts zum Essen kriegt, so auf die Art, der jetzt einfach warten muss. Also er schaut ein bisschen gedroschen rein. Und die Leute sind halt da und sagen, ja, seitdem dort war, geht es mir viel besser und ich habe so Probleme mit dem Rheuma gehabt, das hat komplett aufgehört. Und dann haben wir gesagt, okay, sogar wenn das jetzt ein Geld kosten würde, ist das ja in Ordnung, wenn die alle schmerzfrei sind dafür. Und was mich da bei diesen Gurus bei dieser Sendung wirklich fasziniert, dass am Ende sich herausstellt, dass die alle kein Geld kriegen, sondern du gehst dorthin und die einzige Notwendigkeit ist, dass du Blumen mitbringst, weil am Ende kriegt wieder jeder einen Strauß Blumen mit. Und es darf gespendet werden, aber das war's. Also es gibt keine Karten, die du für Tausende von Euro kaufst, sondern du kaufst eine Karte um 5 Euro, damit du überhaupt einen Eintritt halt hast und dann sind aber in dem Raum 100 Leute. Ja. Also da reden wir nicht von großen Beträgen, wo man sagt, der hätte jetzt wirklich ein Interesse, die in das Licht zu führen und dadurch ein Geld zu machen. Das war bei anderen, da war irgendein anderer Wiener, der pilgert auf den Berg rauf, dann schlaft er danach, dann kommen die Leute und hören dem 2 Stunden beim Reden zu. Die sind alle freiwillig da, der verlangt kein Geld, weil er ist auf die Art sowieso dort. Das hat mich wirklich gewundert, dass es anscheinend so Gurus gibt, die anscheinend wirklich aus tiefster Überzeugung raus einfach sagen, wenn ich jemandem mit dem helfen kann, was ich bin, ich habe meinen Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene, ich brauche dafür jetzt niemanden abzuzocken. Schlimmer ist eigentlich die das quasi systematisch machen und dann mit großen Beträgen. Ja. Und am besten sollst du nur irgendwas kaufen, was du unter das Bett legst oder ins Auto rein, was dich noch mehr heilt und das kostet plötzlich 500 Euro, dieser Stein, den du ins Vorzimmer steuerst, damit kein Einbrecher reinkommt und weiß ich nicht. Also das ist dann eher das, wo ich mir Sorgen mache. Ja, du, absolut. Also da ist schon viel Schandluder betrieben worden mit dem Ganzen. Aber es ist super spannend grundsätzlich. Na, definitiv. Also wenn Leute da so einen selbstlosen Akt hinlegen und wirklich sagen, ich mache das aus reiner Überzeugung und wenn es dir nicht hilft, schade, aber okay, aber wenn es dir hilft, super. Mhm. Ich meine, wenn du das so machst, ist es für mich persönlich ganz okay, du tust keinen weh. So ist es. Die Leute haben ein bisschen einen Grund, an das zu glauben und wenn dann noch ein Heilungseffekt dabei ist oder ein positiver Effekt, naja, dann passt es ja. Ja, haben wir Win-Win-Win unterm Strich. Ne? Genau. Nur solange sie halt kein Weh tun oder beziehungsweise das nicht ausnutzen, wo wir wieder bei der Taktik sind, das systematisch zu machen. Aber es gibt diese und jene. Da gibt es diese und jene bei sowas. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, sowas. Ich kenne das nicht. Du, wenn ihr eine Gabe dafür hätte, aber ich würde schon auch Geld damit machen wollen, das muss ja nicht übertrieben viel sein, aber. Was würdest du denn machen? Wenn ich wirklich mir sicher bin, dass ich Leute heilen kann und da auch dementsprechend die Ergebnisse liefere, klar, wieso nicht? Wenn's, aber das ist ja leicht, du gehst in die Stadthalle, da hast du Platz für, weiß ich nicht, je nachdem welchen Bereich du mietest, 2000 Leute, gibt da halt jeder einen Fünfer, das ist viel Geld, was du auf einmal machst und das mache ich ja halt einmal im Monat. Ja. Also, das ist immer die Frage, was ich für eine Gier verspüre dahinter. Ja klar, was ist deine Intention dahinter? Ich kann die Karte um 150 Euro verkaufen, es gehen 10.000 Leute rein, mache ich halt einen viel größeren Batzen Geld, wenn ich das halt so brauche. Aber ich habe keine solche Gabe, deshalb stellt es für mich die Frage auch nicht. Okay, also kein Wunderheiler von mir. Leider kein Wunderheiler. Schade. Keine übermenschlichen Fähigkeiten. Schade, wenn mein Zeh, der druckt so. Naja, okay. Schade, ich gehe zum nächsten. Ich kann mir gerne anschauen, das wird nichts bringen. Voll dumm. Aber Martin, du bist mitunter nicht nur ein begeisterter YouTube- und Verschwörungstheoretiker-Anschauer, ja? Mhm. Du machst auch Kampfsport. Mittlerweile so gut wie nicht mehr. Aber du hast viel gemacht. Habe ich viel gemacht. Das ist eigentlich die zeitliche Komponente, die mir da ein bisschen abgeht. Mhm. Ich habe Taekwondo gemacht. Wie lang? Ich muss überlegen gerade. Ich glaube, ich habe mit 19 oder mit 20 angefangen und habe das dann bis ich 26 bin gemacht. Das war eh schon eine Zeitl, hey. Ja, und ich habe es auch relativ lang gemacht. Nach 25, glaube ich, war. Ich habe das relativ lang gemacht und auch viel und intensiv und habe dafür sicher ein gewisses Talent. Da stellt sich halt irgendwann die Frage, und das muss man leider sagen, kann ich damit
meinen Lebensunterhalt verdienen. Na, und wenn ich nur suche, was mir das bringt, geht es zeitlich aus. Und das ist genau das Problem. Bei mir geht es zeitlich einfach nicht aus. Ich arbeite sehr oft am Abend und auch manchmal den ganzen Tag über oder auch länger. Dann finde ich nicht immer die Kraft und die Zeit dafür, dorthin zu gehen, jetzt noch einmal zu trainieren. Also ich komme allgemein zu wenig zum Sport und damit auch der Kampfsport. Zusätzlich habe ich immer Probleme mit meinen Schultern und mit meinen Knien gehabt. Also ich bin ein ziemliches Wrack, sagen wir so, körperlich. Und da sind halt solche Spitzenbelastungen einfach teilweise nicht mehr drin, das muss man sich irgendwann eingestehen. Ich tue aktuell noch Kickboxen, also mal so, ich bin noch angemeldet. Ich war jetzt auch schon wieder seit Februar nicht mehr, weil da habe ich das letzte Mal meine Schulter ausgekugelt. Mhm. Aber ich möchte es wieder machen, weil der Sportaspekt einfach ist das, was man am meisten dran taugt. Und halt Kampfsport hat immer ein bisschen eine Faszination aus mir aufgewirkt. Da sind wir wieder bei dem Thema Illusion. Unglaubliche Kampfsportler sind unglaubliche Athleten, die Sachen leisten, die, wenn du einfach nur versuchst, so einen gedrehten Sprungkick nachzumachen und furchtbar daran scheiterst, dass du eigentlich merkst, was die für Körperbeherrschung haben. Und das ist eigentlich, was mich da immer sehr fasziniert hat. Der Kampf selber war es nie, der mich interessiert hat. Ich hätte vermutlich, wenn ich nicht hinige Schultern hätte, dafür keine schlechte Voraussetzung, was meine Koordination angeht und was meine Grundgeschwindigkeit und auch Kraft anginge, aber meine Gelenke haben einfach nie mitgespielt. Ja, gut. Ist das durch den Kampfsport passiert, deine Verletzungen, oder war das? Nein, ich habe in der Jugend Volleyball gespielt. Ah, cool. Als Kind habe ich Fußball gespielt, wie jeder. Dann habe ich mit 9 Jahren zum Volleyballspielen, glaube ich, angefangen. Bin dann mit 15 in der Volleyballakademie gegangen. Das habe ich gar nicht gewusst, wirklich. Wo wir in der Woche, wenn wir jetzt die Spiele, die am Wochenende dazu waren, fast auf 20 Stunden Training gekommen sind, also auf einen Halbzeitjob eigentlich, ne? Halbzeitjob, sorry. Auf einen Teilzeitjob. Nur Training, und bei dem hat sich halt herausgestellt, also ich glaube, die meisten Ballsportarten, die man betreiben kann, wenn du es wirklich intensiv betreibst, extrem körperschädigend. Weil jetzt im Fall vom Volleyball, lass mal Golf weg, aber im Falle vom Volleyball, du hast halt unglaubliche Belastungen auf der Schulter bei jedem Schlag, bei jedem Block. Du hast beim Tennis, bei den Schlägen auf dem Tennisball, auf die Dauerbelastung im Ellenbogen, sonst gibt es diese Sportkrankheiten. Und ich habe zusätzlich immer schlechte Gelenke gehabt anscheinend. Also es hat sich herausgestellt, dass ich hypermobil bin in fast allen Gelenken. Mhm. Hypermobil heißt einfach, ich habe einen zu weiten Bewegungsradius in fast jedem Gelenk. Und das meistens geht aber durch einher, dass das Gelenk nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, sondern vielleicht ein bisschen zu weit offen ist, vielleicht die Gelenkspanne zu weit offen ist, vielleicht die Bänder ein bisschen zu überdehnt sind, und dadurch geht meistens Stabilität verloren. Und das hat dann beim Volleyball über das intensive Spielen und Trainieren meine Gelenke weiter halt zerstört, ohne dass ich es gewusst habe, weil ich habe noch keinen Unfall gehabt. Und ich bin dann 2005 beim Beachvolleyball in Velden bei den Staatsmeisterschaften am Ball nachgesprungen und auf meinen Ellenbogen geflogen, und die Energie ist halt in die Schulter übergangen und habe mir das rechte Gelenk zerfetzt. Autsch. Eine Woche davor habe ich mir die linke Schulter geprellt. Das hat dann zur Folge gehabt, dass nach meiner Operation an der rechten Schulter und 6 Monaten Rehabilitation ich nach ein paar Trainings gemerkt habe, dass meine linke Schulter mir permanent wehtut, und da hat sich herausgestellt, dass sich meine Gelenkslippe abgeschert hat und ein Bizepskopf abgelöst hat. Und dann habe ich die nächste Operation gebraucht, wieder ein halbes Jahr. Dann habe ich wieder trainiert, habe mir noch einmal die rechte Schulter relativ schnell zerstört, bin nochmal operiert worden. Da war ich dann 17. Erst mit 17 und schon so eine Historie an Verletzungen. Genau, mit 17 die dritte Schulteroperation. Hör mir auf, was ist denn da los? Habe dann noch eine Zeit lang richtig hart trainiert, habe ich aber wirklich nochmal gesagt, okay, jetzt gebe ich nochmal Vollgas mit Mentaltraining, wirklich mit körperlichem Training, bin auch relativ schnell wieder sehr gut geworden. Mhm. In gewissen Aspekten vom Volleyball auch deutlich stärker als meine Mit-Team-Kameraden, aber es hat dann wieder ein Ereignis gegeben, dass man bei einem Training, wo es eine Übung gegeben hat, wo ich auf den Kader servieren habe müssen und die Annahme machen mussten und zurückspielen, und sie das über eine gewisse Zeit nicht geschafft haben, weil mein Service relativ oder sehr stark war zu dem Zeitpunkt, habe ich mir dann, glaube ich, irgendwo beim 30. Service, die Idee war 8 Service zu machen, beim 30. Service in Folge die Schulter wieder ausgekugelt und da für mich dann beschlossen, das wird nichts mehr. Also, Karriereende. Ich kann das nicht mehr weitermachen. Ich kann mir nicht permanent die Schultern auskugeln, ich komme nicht mehr zurück, ich will nicht weiter operiert werden. Das ist auch ein Stress, bitte. Vom Körperstress ist ein mentaler Stress. Ja, natürlich. Das ist, so hat mein Fußballkarriere auch ähnlich geändert. Das war
viel zu viele Verletzungen und dann, ich meine, bist du in ein Loch verfallen? Nein, das Problem war bei mir dann auch das, dass ich nicht mehr größer geworden bin. Meine Trainer okay. haben die Hoffnung gehabt, dass ich sehr groß werde. Mhm. Ich habe als Volksschüler Schuhgröße 38 gehabt. Ich habe in der Mittelschule mit 14 Schuhgröße 44 gehabt. Die ist dann noch auf 46 gewachsen. Das ist aber hauptsächlich aufgrund von einer Fehlstellung im Fuß geworden. Mittlerweile habe ich wieder 44, aber ich habe mit 14 bereits die Schuhgröße gehabt, die ich als Erwachsener gehabt habe. Wie, du hast 46 gehabt und bist sogar 44? Ja, genau. Oha, echt? Durch Senk- und Spreizfuß nennt sich das. Okay. Und große Füße haben lassen normalerweise auf jemanden schließen, der relativ groß wird. Ja. Mein Vater ist 2 Meter groß, deshalb war die Vermutung ist relativ nahegelegen. Allerdings bin ich dann nur als 78 geblieben und bin mir weitergewachsen. Und im Volleyball ist es schon so, dass wenn du kleiner bist, hast du immer das Problem, dass zum Netzspringen, zum Blocken, zum Angreifen, kostet einfach viel mehr Kraft und Zeit als jemanden, der 2 Meter groß ist, weil der muss nur noch leicht aus dem... Da ist der Weg ein bisschen geringerer. Genau, ja. Der Weg ist viel geringer, das heißt, für mich war er weiter, das hat mir mehr Kraft gekostet und mehr Zeit und deshalb glaube ich, dass mit meiner Größe nur, wenn du wirklich dein Ausnahmetalent schlechthin bist und vielleicht einen Körper hast, der alles erträgt, trotzdem wirklich professionell sehr weit raufkommst. Die müssen alle Komponenten zusammenspielen. Ja. Ich verfolge das zurzeit nicht, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen oder raten, es gibt keinen Weltklasse-Spieler, vielleicht im Beachvolleyball, noch weniger als im Hallenvolleyball, der unter 1,85 Meter ist. Die sind alles riesige Lackel, gell? Ja. Wir haben bei uns im Verein einige gehabt, die halt im gleichen Alter in der Gegend von 1,90 waren. Wahnsinn. Und das ist einfach die Voraussetzung. Ich will nicht sagen, dass deren Leistungen deshalb weniger sind, ganz im Gegenteil. Es gibt viel größere Sportler als mich, die auch viel besser waren. Aber ich habe einfach nicht mehr die Voraussetzungen dafür erfüllen können. Ja, klar. Dadurch war das dann für mich eh auch vom Tisch. Ja. Aber dann eigentlich eh relativ mutig, dass du dann nach Beachvolleyball zum Taekwondo gehst und dann dort noch einmal fast 10 Jahre hinlegst. Ja, das Taekwondo war ganz cool, weil es eben eine nicht schlagende Kampfkunst war. Also ich habe das klassische Taekwondo gemacht, ohne Wettkampf und ohne Kontakt. Und da habe ich mich eigentlich mehr auf die Bewegungsabläufe konzentrieren können. Und du brauchst in einem Kampfsport keine Größe. Das ist keine Voraussetzung, außer du möchtest vielleicht Wettkämpfe bestreiten, dann wird es natürlich wieder ein Thema, aber für den Sport ist es wurscht, wie groß du bist. Ja. Und ich habe immer ein gutes Maß an Beweglichkeit gehabt und deshalb war das halt natürlich gut. Ich habe meine Haxen relativ weit draufgebracht, ich habe ein sehr gutes Körpergefühl und Körperverständnis gehabt, das heißt, ich habe Bewegungen sehr viel schneller gelernt als andere und wahrscheinlich hätte ich einfach als Kind mit dem Kampfsport anfangen sollen und nicht mit einem Ballsport, nur es ist halt wesentlich attraktiver, einen Sport zu machen mit anderen Burschen in deinem Alter, wo es um einen Spaß geht, als um etwas relativ Meditatives wie ein Kampfsport, wo du eigentlich sehr viel allein trainierst und das jetzt kein Mainstream-Sportart ist, die man jetzt am Schwimmbad sieht, wie die Leute sich dort prügeln oder kämpfen miteinander, sondern da tun die Leute nach dem Baden halt pitchen und dann wieder rein. Also das ist einfach gesellschaftsfähiger, sagen wir mal. Ich muss auch sagen, dass der Kampfsport an sich, finde ich schön, dass du das gesagt hast, für sich selbst, dass man da trainiert, weil der Kampfsport bringt schon sehr viel mentales Training mit und wenn man sich mehr mit der Materie befasst vom Kampfsport, woher kommt er, was bewirkt er, gehen wir jetzt ein bisschen ins Spirituellere, was erreiche ich mit meinem State of Mind, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, das macht schon Sinn. Also der Kampfsport ist, finde ich, auch eine gute Lehre, um sich selbst besser zu kontrollieren. Und ich finde, dass viele Leute, die sehr auch impulsiv waren und viel zu viel Energie gehabt haben, durch den Kampfsport das sehr gut ausgleichen haben können. Wobei man schon sagen muss, dass der Kampfsport als Idee nie aufgrund einer meditativen Tätigkeit entstanden ist. Und der Kampfsport, jeder Kampfsport Kriegskund. Ist aufgrund der Kriegskunst entstanden. Und darüber hinaus, dass die Mönche in den Klöstern das dann quasi als körperliche Ertüchtigung oder auch natürlich ursprünglich als Selbstverteidigung gebraucht haben, das dann aber nicht mehr so relevant geworden ist und dann mehr meditativ geworden ist, ist eine Entwicklung, die halt einfach unsere Welt quasi gemacht hat. Aber ursprünglich hat der Kampfsport, außer ich verdumme mich jetzt sehr hart, nichts mit der Meditation zu tun, sondern eigentlich mit, wie kann ich meinen Gegner möglichst schnell überwinden und effektiv und mir einen Vorteil dadurch verschaffen. Stimmt, also das ist so der Urgedanke gewesen vom Kampfsport. Aber ich finde es schön, dass es auch in ein bisschen meditative Richtung gegangen ist. Und man auch viel daraus schöpfen kann.
Ich persönlich habe unglaublich viel für mich selber gelernt über Willensstärke, über Selbstbewusstsein stärkt sich dadurch einfach, weil du Definitiv, merkst, ja. was du drauf hast, kräftiger wirst, schneller wirst, es fühlt sich gut an, leistungsfähiger wirst, das macht einfach, das pusht dein Selbstbewusstsein. Das heißt, das ist natürlich Aggressionstherapie, muss man halt schauen, wo, in welchem Verein man ist, in welchem Kampfsport man macht. Ich werde jetzt eine schlechte Aggressions Bewältigung finden in einem Kickboxverein oder in einem Boxverein, wo der Kampf ganz zentrales Thema ist, wo auch Ja. das Sparring, wo man sich oft fest trifft, dort gibt es viele Leute, die Aggression dort ausleben und nicht versuchen, den in den Griff zu kriegen oder gar abzulegen zum Beispiel. Also es ist schon die Frage, was man für einen Kampfsport auch macht. Und das hängt sehr stark von den Trainern ab. Ja. Ich bin aktuell in einem Kickboxverein in Graz dabei, mit der ehemaligen Weltmeisterin im Kickboxen. Dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, ob sie einen hätte, dass ich ihren Namen sage, sage ich es einfach mal nicht. Aber die Trainerin ist unglaublich gut, sie ist menschlich extrem super und dort ist die Stimmung auch so, dass das keine aggressive Stimmung dort. Das ist wichtig, das ist eine ganz wichtige Basis. Und man kann trotzdem ein Weltklasse-Kampfsportler bei ihr werden, wenn man das möchte. Ne? Also Was auch eine super Vorbildfunktion hat. natürlich, ja. Und das dann doch auch wieder ein bisschen, also mich würde das sehr anspannen, wenn ich jemanden habe, der A, mal weiß, von was er redet, und B, den Sport nicht als aggressives Werkzeug sieht, sondern wirklich als Ausgleich, und man kommt auch mental weiter bei dem Ganzen. Das finde ich echt schön. Also diese Erfahrung habe ich bei meinem Kampfsport damals leider nicht gehabt. Ich habe ja sehr lange Wing Chun gemacht. War auch relativ gut im Wing Chun. Also ich habe, was habe ich denn gemacht? Dort in dem Fall, Schläge und Tritte. ja, Schläge und Tritte, ja, wie man sich verteidigt halt, gar auf ganz witzige Art und Weise. Und an und für sich, das Wing Chun ist sehr spirituelle und sehr meditativ und durch Meister Yip Man auch sehr populär worden. Nur das Thema war halt dort, ich meine, ich habe es in der ersten Folge schon kurz angesprochen, dass wenn man Geld hat, dann kommst du weiter. Und es waren halt Leute, die den Sport nicht irgendwie in Priorität gesetzt haben, sondern sie wollten schnell weiterkommen. Und das war halt echt ungut zu sehen, wenn du jetzt als Level von einem Schwarzgurt gegen einen kämpfst, der vom Level her beim ersten oder beim zweiten Gurt ist, aber halt dadurch, dass er die finanziellen Mittel genutzt hat, mit dem Gurt viel weiter ober dir ist. Und dann tust du Spann mit dem und ich denke mir, das macht keinen Spaß. Es ist alles ein Business mittlerweile und es gibt Ja. viele, die mit dem Sport natürlich irgendwie einen Lebensunterhalt verdienen müssen. Es gibt dann die, die sagen, okay, ich muss dann mein Leben bestreiten, ich bin hauptberuflich Trainer, das ist in Ordnung. Es gibt Leute, die dann halt für das Ganze zu viel verlangen und auch die Gürtelprüfungen, das ist auch eine Haupteinnahmequelle, quasi so schnell vorantreiben, dass das nichts mit Können zu tun hat. In Ja. meinem Taekwondo-Verein war das Credo schon so, dass für einen schwarzen Gürtel brauchst du im Normalfall 10 Jahre. 10 Jahre Training. Finde ja gute Einstellung, aber. Ja, es ist ein bisschen problematisch worden, weil es auch in dieser Community nicht immer so ausgelebt worden ist und gewisse Leute sind schneller vorangekommen und waren dann Gürtel graduiert höher als man selbst, aber sogar selbstwissentlich deutlich schlechter als andere, die viel weiter unten im Gürtel sind, weil deine Trainer mehr Wert darauf legt, dass du die Demut lernst und das einfach das Training wahrnimmst und jetzt nicht möglichst schnell die Gürtelfarbe zu wechseln. Ja. Aber es ist mittlerweile alles ein Business und das ist im Kampfsport ein bisschen schade, weil die Gürtelfarbe überhaupt nichts über dein Können aussagt. Grundsätzlich ist sollte eigentlich, also es muss es ja auch nicht unbedingt, der Schwarzgurt bedeutet eigentlich nur, dass ich mich damit eine sehr lange Zeit beschäftigt habe. Ja. Der schwarze Gürtel, der erste Meistergrad fast in jeder Kampfsportart, wird natürlich setzt ein gewisses Können und Wissen voraus, aber zeigt auch, dass du dich einfach sehr lange damit beschäftigst. Ja, Und vor allem das die stimmt. höheren Meistergrade dann noch viel mehr. Und die unteren Grade prüfen sehr wohl Techniken ab und teilweise auch Können, also gewisse Tests, Prüfungen, Bretter zu durchschlagen, vielleicht auch Ziel oder eine gewisse Zeit lang einen Kampf auszuhalten. Das ist in unteren Graden schon eher wichtig. Die Meistergrade zeigen eigentlich nur den Zeitaufwand dahinter. Und das ist das Problem, wenn das dann so schnell abnimmt, dass in gewissen Schulen man einen schwarzen Gürtel nach 3 Jahren haben kann, weil so regelmäßig Gürtelprüfungen gemacht werden.
die ich mir quasi dann erkaufen kann, sollte jedem klar sein, dass wenn ich in 3 Jahren einen schwarzen Gürtel mir erkaufe, ertrainiere, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die länger trainieren, die einen schlechteren Gürtel haben, die deutlich besser sind, und dann ist die Frage, was ist der Gürtel überhaupt wert? Oh ja, ja, den Ansatz, dann bin ich voll bei dir. Weil wenn 2 Leute 20 Jahre lang trainieren und gegeneinander kämpfen, dann wird einer besser sein als der andere, auch wenn sie gleich viel trainiert haben, da kommt dann das Talent rein, da kommt die Gabe dazu. Ich traue mich von mir sagen, in meiner Kampfsportkarriere beim Taekwondo war es doch so, dass ich in der Community zu denen gezählt habe, die relativ viel Ansehen von den Mitschülern bekommen haben, weil ich sehr gut war und weil ich mich nie versucht habe, in den Mittelpunkt zu drängen über mehr Können oder über Gürtelfarbe. Und das war dann bei den großen Lehrgängen auch so, dass teilweise Kampfsportkollegen gekommen sind, die gesagt haben, du bist viel besser als ich, habe eigentlich kein Recht dazu, meinen roten Gürtel zu tragen, wenn ich jetzt noch mit einem grünen oder einem blauen Gürtel dort stehe. Ja. Und in Graz waren wir eine Kranzahl von 3 Leuten in meinem Alter. Für die hat es gegolten, wir waren wirklich sehr, sehr gut. Das muss man einfach so sagen, jetzt ohne jetzt irgendwie prahlen zu wollen. Im Vergleich zu anderen, weil wir einfach alle Talent und körperliche Fähigkeit gehabt haben, aber mit dem Gürtel meistens weiter hinten waren, und wir haben alle fast dieses Ansehen genossen, dass wir eigentlich besser sahen als andere. Mir war das nie wichtig, mir war immer wurscht, wo ich gestanden bin. Ich wollte nicht ganz hinten stehen, weil da siehst du nichts. Aber es ist natürlich dann, ich habe teilweise bei Prüfungen zugeschaut, bei Schwarzgurtprüfungen, wo der schwarze Gürtel es dann nicht schafft, ein Fichtenholzbrett mit der Handkante zu durchschlagen. Und das ist in Wahrheit eine Übung, die kann ja einem Unfähigen geben. Wo ich dann der Meinung bin, okay, teilweise sollte man halt auch so fair sein und sagen, es reicht vielleicht auch nicht immer für einen Meistergrad, wenn ich auch körperlich Limitierungen habe. Aber dann muss man ja als Trainer, als Meister eigentlich hergehen und so ehrlich sein und sagen, du musst diese Energie und diese Menge an Aufwand betreiben, dass du dorthin kommst, aber sorry, du bist, wo du jetzt bist, nicht so weit, dass du dich jetzt als Schwarzgurt schimpfen darfst. Und wo wir jetzt wieder beim Business sind, also wo unterscheidest du jetzt da, jetzt aus Sicht des Vereins, bist du jetzt da jemand, der talentiert ist, möchte dich fördern und sag, okay, ich weiß jetzt da, ich habe jetzt solche Leute wie dich jetzt zum Beispiel oder Leute, die einfach rein aufgrund der Kampfkunst den Sport betreiben, drinnen, und da bin ich bereit jetzt zu sagen, okay, alle Jahre einmal mach mal eine Gürtelprüfung, oder ich sage, ich möchte in meinem Verein jetzt doch ein gewisses Grundeinkommen haben und eine große Range kriegen an Leuten, die da beim Verein beitreten, dann mache ich halt regelmäßig die Gürtelprüfungen. Die liegt dann halt bei den Vereinen selbst und bei den Trainern selbst, das einzuschätzen, mache ich das jetzt da, weil der gut ist, weil er sich's verdient. Oder mach es, weil, gut, er möchte den, keine Ahnung, Braungurt machen, ist noch nicht bei dem Level, ich zeige ihm ein paar Sachen, dass er den bei der Prüfung kann, und dann ist er Braungurt. Und ja, ich habe mein Geld gemacht. Es ist halt in Europa genau das Problem bei uns. In Europa ist es halt schwierig, den Leuten, die dafür zahlen, dass sie Mitglied sind, dann teilweise einen Fortschritt zu verweigern, weil sie nicht verstehen. Gut, ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei und ich habe keine Gürtelprüfung gemacht, und andere Leute machen es ja wohl. Und ich glaube, da fehlt es ganz oft an, oder da ist oft das Ego das Problem der Leute, dass sie sagen, das kann nicht wahr sein, der ist kürzer dabei und ist weiter als ich, weil sie sich das nicht eingestehen, dass man vielleicht manche Sachen einfach nicht so gut kann wie jemand anders. In den asiatischen Systemen, in den Schulen in Asien ist es zwar auch ein Business, aber dort ist das Ansehen gewisser Kampfsportler einfach so hoch, dass wenn der Meister sagt, du trainierst bei mir nicht, weil ich würde nicht bei mir haben, oder du, ich hau dir jetzt raus, weil du jetzt einfach nicht mehr dazu passt, du bist zu schlecht, du bringst zu wenig Einsatz, das wird dort akzeptiert, hingenommen, oder auch einfach, es ist durchführbar. Bei uns ist es nicht möglich, weil da so viel mitspielt mit, das ist nicht fair, das ist herablassend, der ist schon so lange dabei, also der spielt so viel mit rein. Das Problem ist, dass einfach der Gürtel international dann keinen Wert mehr hat. Also du müsstest das in Europa machen, dass es eine Prüfstelle für jedes System gibt, wo ich meine Prüfungen ablege. Ganz egal, woher ich komme, die Prüfungskriterien sind immer die gleichen, und entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Und ich war immer der Meinung, ich habe es leider nicht bis zum schwarzen Gürtel weitergebracht. Das hat Gründe gehabt, dass ich mich im Verein nicht mehr wohlgefühlt habe.
ich war immer der Meinung, wenn ich eine Schwarzgurtprüfung habe, dann will ich eine Prüfung haben und will nicht eine Zeremonie haben. Sprich, ich will dann bei der Prüfung wissen, dass ich die auch nicht schaffen kann, wenn ich auch einfach vielleicht zum heutigen Tag die Leistung nicht erbringe, die notwendig ist. Auch wenn ich sie vielleicht im Training oder auch danach wieder geschafft hätte, eine Prüfung sollte eine Prüfung bleiben. Mhm. Und das findet halt bei uns fast nicht statt. Also ich weiß, in meinem Verein, es hat zweimal eine Prüfung gegeben, wo der Trainer sehr wohl gerne eine verfehlte Prüfung gemacht hätte, aber einfach gesagt hat, er kann nicht, die haben mir Gebühr gezahlt und die haben sich da vorbereitet und es hat halt nicht funktioniert. Ja, ich gehe jetzt hin und sage, ihr müsst jetzt deutlich mehr trainieren, weil ich für den nächsten Gurt lasse ich euch nicht zu, bevor ihr das alles drauf habt, aber heute lasse ich euch damit durchkommen. Wenn ich heute eine Kampfsportschule hätte, wenn ich in der Lage wäre, Leute im Kampfsport zu unterrichten, weil ich so viel Know-how hätte, und die finanzielle Komponente spielt im Hintergrund bei mir keinen Grund, weil ich nicht davon lebe, weil ich ein anderes Einkommen habe, würde ich das wohl genauso machen, dass ich sage, für jeden Gürtelgrad gibt es gewisse Kriterien, die sind zu erfüllen, entweder du schaffst sie oder schaffst sie nicht. Ganz offen kommuniziert, die Leute sollten wissen, worauf sie einlassen, und wenn ich zur Geldgurtprüfung ein Brett mit dem Fuß durchtreten muss und es ist kein Kriterium, dann habe ich das zum Schaffen, und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich es entweder nochmal probieren oder einfach mir eingestehen, ich bin nicht in der Lage, meinen Körper so zu bewegen, dass ich ein Brett durchtreten kann. Ja. Und dann ist der hier Ende. Und ich bin da, eigentlich denke ich mir, es sollte überall so sein. Ich habe mein Chemiestudium abgebrochen, weil ich nicht in der Lage war, organische Chemie zu verstehen. So, jetzt kann ich auch sagen, es ist unfair. Ich studiere jetzt schon 3 Jahre und habe alles andere. Das ist unfair, dass mir das eine Fach gegeben wird. So als, okay, du kannst dir alles andere, aber dieses Fach schenkt mir dir jetzt. Weil es einfach eine Qualifikation ist, die einfach zum Studienplan dazu gehört. Und absolut. Eine Kampfsportausbildung, ein Kampfsport ist eigentlich für die richtigen Kampfsportler ein lebenslanges Studium des Kampfsports. Und das hört nicht auf. Also als schwarzer Gürtel bin ich nicht ausgelernt und auch als Großmeister bin ich nicht ausgelernt. Genau, ja. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler in Wahrheit. Und sehr schön gesagt. Ja, das hat der Meister Yi aus dem Spiel League of Legends. Ah, geil. League of Legends. Nein, deshalb... Ich hätte das nie persönlich genommen, wenn ihr eine Prüfung jetzt schaut. Mein Problem war eigentlich eher das, dass ich sehe, dass es nicht gelebt wird, dass andere Leute auch Prüfungen verfehlen können. Es hat ein Beispiel gegeben von der Lebensgefährtin eines Trainers, die nach mir mit dem Sport angefangen hat. Mhm. Da war ich bereits Grüngurt, so zum Verständnis. Es hat gegeben Weiß, Gelb, Grün ist dann eingeführt worden als Zwischengurt. Also eigentlich hat es gegeben Weiß, Gelb, Blau, Rot, Schwarz. Für 5 Gürtel, Weiß, Gelb, Blau, Rot, Schwarz, 10 Jahre, das heißt maximal 2 Jahre oder minimal 2 Jahre pro Gurt. Ich war also mit dem grünen Gürtel eigentlich bei knapp 4 Jahren Sport, 3,5. Die hat nach mir angefangen und hat sogar den roten Gürtel gehabt, bevor ich meinen blauen Gürtel gehabt habe, und den schwarzen Gürtel hat sie dann auch relativ bald drauf gehabt. Das heißt, da hat einfach was anderes mitgespielt als können, weil ich bin von mir selbst überzeugt, dass ich sage, ich gestehe meinen Mitmenschen immer ihre Qualifikationen zu, und wenn sie ein Ausnahmetalent gewesen wäre und bei jeder Vorführung Bewegungen hingekriegt hätte oder Kombinationen oder auch einfach Techniken, die unglaublich sauber sind und kraftvoll und schön, und sagt, okay, das ist ein Ausnahmesportler, der braucht sich vielleicht nicht an das System zu halten, aber es war sogar das Gegenteil, also eher jemand, der sich körperlich schwerer getan hat als andere, dann in dem System so schön voranzukommen in der Graduierung, die eigentlich was bedeuten sollte, war mit auch ein Grund, dass ich mir gedacht habe, es ist ein bisschen Augenauswischerei. Wir brauchen eigentlich keine Gürtelprüfungen machen, wenn der schwarze Gurt eigentlich nichts über deine Fähigkeit aussagt. Ja, da bin ich voll bei deiner Meinung. Das ist Wing Chun in dem Verein, wo ich war, genau das System ist gefahren worden. Entschuldigung, ich muss jetzt nur kurz unterbrechen. Ich weiß, dass bei anderen Vereinen das war in meinem Verein nicht so schlimm, vor allem in Graz nicht. Da ist das nicht so gelebt worden. Da haben wir echt sehr traditionell das Ganze gehandhabt. Die Leute haben lange auf ihre Gürtel hintrainiert und gearbeitet und haben auch wirklich liefern müssen. Das hat ein bisschen Standbau gegeben, wenn du es nicht geschafft hast. Ja. Aber das Problem war, in diesem gesamten System, in dieser Community, ist es nicht in jedem Verein gleich gehandhabt worden, und dadurch hat man sich einfach trotzdem ein bisschen verarscht gefühlt, wenn man sagt, eigentlich bin ich jemand, der wirklich viel trainiert, der eigentlich ein Talent hat, der von allen Seiten das auch als Feedback kriegt.
Und dann gibt es Leute, die halt daherkommen und viel, viel schneller irgendwie weiter raufkommen, weil dann brauche ich, dann ist mir scheißegal, was ich für Gürtelfarbe habe. Genau, ja. Weil es eh keine Bedeutung hat. Dann könnte ich mir sofort selber einen schwarzen Gürtel kaufen und sagen, ich bestimme das jetzt, ich bin schwarzgurt. Genau, ja. Oder ich könnte auch sagen, wisst ihr was, ich trainiere nur noch in weißer Hose und schwarzen T-Shirt oder was auch immer, weil der Gürtel hat für mich überhaupt keine Bedeutung, also warum soll ich bei dem System mitmachen? Und ich weiß, dass bei anderen Schulen ist es schneller und bei manchen ist es traditioneller. Bei uns war es eh relativ langsam und, sagen wir mal, vernünftig für meine Auffassung, aber natürlich weiß ich von Konkurrenzvereinen im gleichen Sport, dass dort, wie gesagt, der schwarze Gürtel nach 3 Jahren drin war, für die, die immer brav zahlen. Ja, und es gibt leider solche Vereine. Und ich kenne auch einen Herrn, der hat eine Kampfschule in Graz für Jiu-Jitsu, mhm. Und der, mit dem habe ich glaube ich vor Jahren drüber geredet, habe ihn ganz frisch kennengelernt. Und er ist jetzt, glaube ich, im zweiten Dan, dritten Dan, so österreichweit eh einer der wenigen, der in dem Bereich den Dan tragen darf oder diesen Titel Dan haben darf. Und ähnliche Diskussion gehabt. Und ich war auch schon dabei bei den Gürtelprüfungen und kenne auch einige Leute aus diesem Verein. Da wird das Gott sei Dank nicht zur Hand gehabt. Und das habe ich sehr, sehr anziehend gefunden und auch sehr faszinierend gefunden, dass es durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, mir jemand nochmal das Gegenteil beweist, dass es doch noch geht, durch Leistung, nicht durch Kohle, sondern reine Leistung, man sich das verdienen kann. Und wenn der Trainer sagt, du bist bereit für ein Schwarzgurt, dann hat man das auch glauben können. Nichtsdestotrotz soll es dann immer noch eine Prüfung sein. Und genau. Wenn ich die Prüfungskriterien nicht erfülle heute, dann genau. Hat es heute nicht dafür gereicht. Genau. Kriege auch meinen Führerschein nicht, wenn ich zwar immer super Auto fahren kann, aber dann zu knapp an einem Fahrradfahrer vorbei beim Überholen. Das ist halt einfach, sollte ein Prüfkriterium sein. Aber die Leute nehmen das meiner Auffassung nach heutzutage viel zu persönlich. Weil du musst die Leute mittlerweile ja schon fast in jedem Bereich mit Samthandschuhen angreifen. Ja, das ist alles. Das ist alles. Das ist, nein, mir fällt das Wort nicht rein. Aber es ist ja, ich gebe dir absolut recht. In Europa verkraftet keiner mehr, dass man sagt, hör zu, du bist für zu schlecht. Ja. Du musst noch mehr machen oder du musst was anderes suchen. Wie gehe ich um mit Kritik? Ja, genau. Das ist etwas, was man auch von mir aus im Kampfsport lernen muss und für sich selbst irgendwie entwickeln muss, weil Kritik soll ja nicht nur schlecht sein. Ja? Es gibt ja auch konstruktive Kritik und bitte, ja. Kritik ist per se überhaupt nichts Schlechtes oder genau. Gutes. Es ist einfach was, eine Aufzeigung, eine Auflistung von einer Tatsache oder genau. Von einer Meinung von mir aus. Es ist natürlich auch wichtig, wenn man... Man sagt, man muss kritikfähig sein, ist schon auch wichtig, wie man Kritik gibt. Ja. Und da ist natürlich auch ein Problem, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Gegenüber kritisiert mich persönlich, also auf einer persönlichen Ebene und nicht auf einer sachlichen Ebene, wird es schwer, die Kritik auch gut anzunehmen. Klar, das spielt natürlich mit rein. Aber was ist öfter der Fall, dass die Leute konstruktiv kritisiert werden und es zu persönlich nehmen oder dass dich derjenige, der dich kritisiert, persönlich angreift? Träume Chaos, wie du gesagt hast. Ja, Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die, wenn sie kritisieren, sich im Ton vergreifen, sich auch in der Ebene teilweise vergreifen und nicht auf einer sachlichen Ebene bleiben und sagen, so, so schaut es aus. Mhm. Ich sage dir das, weil ich es beurteilen kann oder weil es für mich so ausschaut. Denk einfach mal drüber nach, wenn es nicht stimmt. Okay. Ja. Aber das Wichtige bei der Kritikfähigkeit ist eigentlich das, wenn mir jemand Kritik gibt, sollte ich mir als erster darüber Gedanken machen, warum sagt er das zu mir? Hat er die Qualifikation, mich in dieser Weise zu kritisieren? Und wenn ich das irgendwie so sagen kann, ja, vielleicht will er mir das sagen, damit er mich verbessern kann und er hat die Qualifikation dafür, sollte ich in der Lage sein dazu, mich damit auseinanderzusetzen und mir auch selbst eine Schuld, einen Fehler, eine Schwäche einzugestehen, weil anders komme ich nicht voran, weil wenn immer nur alle anderen schuld sind und alle anderen böse zu mir sind, richtig. Tritt die auf der Stelle, vielleicht gehe ich sogar zurück. Ist ein unglaublich schmerzhafter Prozess, sage ich mal, das zu lernen, aber es ist absolut notwendig für das persönliche Wachstum. Absolut. Aber was auch, um da jetzt anschließen zu können, was auch ein wichtiger Skill sein sollte, wie man in der Kommunikation richtig kritisiert, jetzt auch von der anderen Seite jetzt. Da. Ich muss genauso Kritik wahrnehmen und Kritik geben können, aber auch Kritik einstecken können. Und das ist die Kunst der Kommunikation. In allem, wenn du was verkaufen willst, wenn du jetzt jemanden überzeugen willst, wo wir wieder bei die Heiler wären, wenn du jemanden
überreden willst in einem Argument oder in einem Spiel oder sonstiges, man muss ein Talent dafür haben, aber man muss auch ein bisschen an seinem Skillset arbeiten, um natürlich das konstruktiv verarbeiten zu können. Wird für Schandluder auch damit betrieben? Na klar, man kann manipulativ kommunizieren, aber die ehrliche Kommunikation, das ist ein breit gefächertes Feld, muss ich sagen. Ja, so ist es. Aber ja, das ist ein ziemlich breit gefächertes Thema. Aber lass uns auch ein bisschen weggehen von dem und möchte dich jetzt etwas fragen, was für jeden eine sehr individuelle Sache ist. Mhm. Was ist für dich persönlich der Ausgleich, damit du zu dir sagen kannst, ich bin gerade absolut in meiner Mitte? Und jetzt möchte ich überhaupt nicht esoterisch oder spirituell klingen, aber weißt du, du kennst jetzt diese innerliche Ruhe. Wie findest du die zum Beispiel? Tut mir aktuell sehr schwer, das zu beantworten. Ich bin von Grund auf eigentlich, vielleicht mag das der andere glauben, dass ein introvertierter Typ. Und um für mich quasi von meinem Berufsleben, von auch meiner Umgebung ein bisschen wegzukommen, brauche ich das ab und zu, dass ich einen Tag lang einfach einmal niemanden sehe und niemanden höre. Das ist eh nicht möglich, das ist mein Beruf auch nicht möglich. Ich werde immer wieder Anrufe kriegen, ob das von Freunden oder von Kunden sind. Aber für mich ist es, ich versuche es immer wieder mal, und es ist nicht immer leicht möglich, einen Tag lang plötzlich zu Hause zu sitzen, irgendwelche Serien zu schauen oder vielleicht auch zu sporteln, rauszugehen, ob das jetzt Bogenschießen ist oder ob das auch Golfen ist, aber etwas, wo ich, und Golfen ist eh schwierig, weil da kann man auch sehr selten allein sein, aber wo ich wirklich allein sein kann. Also ich brauche dieses aktive Alleinsein, damit ich mein Hirn ein bisschen abschalten kann. Sicher was für mich, damit ich zu meiner Mitte finde, da hat ganz, ganz viel beigetragen. Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel Persönlichkeitsarbeit betrieben, mich mit mir auseinandergesetzt. Das hat das Ganze schon deutlich erleichtert. Mhm. Aber zum Beispiel sowas wie Meditation oder was funktioniert für mich überhaupt nicht. Für mich war es eigentlich immer mehr der sportliche Aspekt. Da komme ich aktuell überhaupt nicht dorthin, wo ich gern wäre. Wieder der Faktor Zeit, der mir einfach abgeht. Aber wenn ich was brauche, was mir ein bisschen wieder zentriert und beruhigt, sind das meistens eben Dinge, die wie eine Sauna oder was, brauche ich nicht reden, das ist für mich unglaublich angenehm. Aber am besten ist es für mich, wenn ich diese Sachen von Zeit zu Zeit ganz allein machen kann. Und das ist nicht immer für alle Leute lustig, natürlich ist es auch für meine Freundin nicht immer lustig, weil ich glaube, dass das für sie, sie sagt, sie versteht es, aber nicht nachvollziehbar ist immer. Mhm. Ich bin aufgrund meiner Berufswahl, ohne darauf einzugehen, sehr viel mit Leuten zusammen. Und deshalb macht das eigentlich keinen Sinn für einen introvertierten Typen. Aber das ist halt genau der Punkt. Ich erhole mich halt nicht, wenn ich viel mit Leuten unterwegs bin, sondern erhole mich eigentlich dort, wo ich mit mir beschäftigen kann. Mittlerweile ist es so, dass das, wenn ich das einmal alle 2 Wochen, alle 3 Wochen mache, fast ausreichend ist und dann geht es mir schon wieder am Nerv, dass ich dann den ganzen Tag nichts tue. Aber das ist eigentlich das, wo ich wirklich wieder ein bisschen runterkommen. Und was ich in der Zeit tue, ob das jetzt wie gesagt, ja, Streamen ist, ob das irgendein Computerspiel ist, ob das Sport ist, ob das eine Freizeitbeschäftigung im Freien ist, das Musik hören ist, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich sage einmal so, es ist aktives Nichts tun und niemanden sehen. Das ist eigentlich das, was mich immer wieder aus dem Alltagsstress, aus den Alltagsgegebenheiten zurückholt. Mhm. Ja. Und ich treffe mich unglaublich gern mit Freunden, aber es gibt dann halt einfach so einen Punkt, und der befindet mich immer wieder mal, wo der gesamte Workload und das Herumgefahre und das mit Leuten treffen und dann wieder bei einer Feier und bei wieder einer Veranstaltung überhand nimmt, wo ich dann auch meinen besten Freund nicht sehen will. Wenn man sagt, ich kann einfach jetzt, ich halte es aus, jetzt jemanden zu treffen, bitte lass mich in Ruhe. Und das ist immer die Frage, wie kommuniziere ich das jetzt wieder dem Gegenüber weiter, dass der dann das versteht. Es geht jetzt nicht darum, dass ich keinen Bock auf die andere Person habe, sondern dass ich einfach, so blöd es klingt, nur Bock auf mich gerade habe, beziehungsweise halt einfach nur Zeit für mich brauche. Und das ist relativ schwierig teilweise. Aber das ist, wie gesagt, was mich, sagen wir mal, zurückholt. Was das Ganze deutlich erleichtert, ist, wenn du körperlich ausgelastet bist. Also wenn ja. Zu genug Sport kommst. Und das ist auch was ich jetzt aktuell merke, ich komme sehr wenig zum Sport und dadurch bin ich unruhiger als sonst. Jetzt vielleicht nicht körperlich unruhig, aber ich bin geistig unruhig dadurch oder geistig nicht so strapazierbar, wie es sonst wäre. Also ich muss
schauen, dass ich wieder mehr Zeit dafür Sport einräume und auch ein bisschen für mich selbst, dann kann ich im Allgemeinen auch für andere Leute immer mehr performen, mehr da sein. Ich finde es einen sehr interessanten Gedankengang. Vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist das aktiv allein sein, dieses aktiv mit sich selbst sein, weil auch ich habe, ohne Namen zu nennen, ohne jetzt darauf näher einzugehen, auch viel mit Leuten zu tun. Und es ist für mich auch persönlich eine immense, immense Erleichterung, wenn ich einmal einen Tag hernehmen kann. Und sei es jetzt, wie du sagst, alle 2 Wochen oder 3 Wochen, aber einmal brauchst du es, wo du nur für dich selber bist. Und ich zum Beispiel habe so eine Routine, meine Freundin weiß es, wenn ich jetzt extremen Workload habe und extrem viel im Kopf gerade abgeht bei mir und eben sehr unruhig bin, brauche ich einfach meine Couch, schaue mir einen guten Streifen an, einfach wo ich sage, das gefällt mir und ich kenne den Film schon in- und auswendig, aber er tut mir gut. Oder ich setze mich ein bisschen vor die Playstation oder vom PC und lenke mich ein bisschen ab. Nicht jetzt nur, weil mir das Spielen selber gefällt, ja, sondern einfach, weil ich da Möglichkeit finde, abzuschalten und ja auch mit dem Hund zu gehen. Also, wer im Podcast jetzt schon mitverfolgt, weiß, dass ich einen riesen Hund daheim habe. Und das hilft mir schon immens. Dieses Muss, dass ich mit dem Hund gehen muss, weil klar, er muss aussehen. Und ich habe das Anfang immer so als Pflicht und als Arbeit gesehen. Und jetzt seit einiger Zeit, sagen wir jetzt ein gutes Jahr erst, habe ich das für mich entdeckt, zu sagen, okay, wenn ich mit dem Hund gehe, kann ich abschalten. Natürlich muss ich mich darauf konzentrieren, wenn andere Hundebesitzer sind, dass keine Eskalationen sind mit dem Hund etc. Aber trotzdem, wenn ich einfach so, ich und mein Hund, wir gehen und ich kann die Gedanken ein bisschen sammeln, gute Musik rein und einfach einmal gar keine Musik und ich gehe einfach. Das ist für mich eine sehr wichtige Geschichte, die ich mir Gott sei Dank, und das ist wirklich das Einzige, was ich regelmäßig mache, ist, dass ich mit dem Hund gehe und das mittlerweile einen sehr, sehr guten Ausgleich finde. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Hund, es gibt ein paar andere Punkte, die mir jetzt während du gesprochen hast, eingefallen sind, aber ich glaube zum Beispiel, dass der Hund ein relativ leichter Weg ist, um das zu erreichen, weil eben ein Hund einfach ein Viech ist, das die ohne Bedingungen liebt und sie freut, wenn du mit ihm spazieren gehst und allein dieses Lebensgefühl, diese Fröhlichkeit, die ein Hund, glaube ich, irgendwie ausstrahlt, wenn er sie rauskommt und ein bisschen rumrennen kann, die schwappt so auf den Menschen über, dass das, glaube ich, einer der leichtesten Wege ist, eben sich dadurch zu entspannen. Was mir jetzt dann eben noch eingefallen ist, was für mich zum Beispiel unglaublich brutal wirkt, was halt nicht immer möglich ist, ist das Meer. Mhm. Also ich merke das immer, wenn ich ans Meer fahre und ich schaue das erste Mal einfach aufs Meer, da kommt immer automatisch irgendwie sofort eine Welle der Erleichterung über mich, wo einfach, also aus dem Grund, das beruhigt mich halt so unglaublich, dass einfach das Meer hat einfach diese Wirkung. Oder wenn du auf dem Berg oben bist und am besten dort eine Ruhe hast, weil einfach das ein Berg ist, wo nicht jeder aufgeht und du sitzt dort oben, der Wind bläst dir an, es ist vielleicht ein bisschen kalt, du kannst ein bisschen in die Ferne schauen. Ich glaube, das sind die Punkte, die am leichtesten funktionieren, zumindest für mich. Das Thema Hund ist einfach für mich aktuell überhaupt nicht präsent. Es ist viel Arbeit. Weil es viel Arbeit ist und weil ich dem Hund nicht die Zeit geben kann, die er verdient und brauchen würde. Ja. Der steht für mich fix am Plan für die Zukunft, allerdings nicht in meiner aktuellen Situation, weil das wäre dem Viech gegenüber nicht fair. Find ich sehr ehrliche Meinung und auch gut, dass du das dir selbst eingestehst, weil es gibt leider sehr viele Leute, die sich einbilden, sie brauchen jetzt ein Tier. Bleiben wir beim Beispiel Hund, weil es gerade sehr gut passt. Und dann einfach übersehen, was für Arbeit ist und was man sich eigentlich da jetzt geholt hat. Und das schon einmal zu wissen und zu sagen, ich würde es dem Viech nicht antun, weil ich diese Viecher so gern habe, finde ich schon mal einen guten Ansatz. Und wenn du mal die Möglichkeit hast, wirst du sehen, das wirst du sehr genießen können, weil du es dann quasi, weil du dann einfach die Zeit tatsächlich danach hast und die nimmst. Und vor allem zu zweit ist es dann auch leichter, muss ich auch sagen, weil in Toni jetzt allein zu haben, dann haben wir gehabt. Meine Freundin hat ja in einer anderen Stadt gewohnt, also es war doch eine Fernbeziehung jetzt da für ein Jahr. Es ist schon möglich, weil du arrangierst dich damit, mit der Situation.
aber du schränkst dich dann halt in anderen Sachen ein. Und das ist halt nicht gerade das Ding, wo man sagt, man kann dann abschalten, sondern muss jetzt mit dem Hund gehen und jetzt gehe ich arbeiten und muss mit dem Hund gehen und jetzt tue ich eine Wäsche waschen und muss mit dem Hund gehen und dann gehe ich liegen. Und das war jetzt 2 Jahre lang. Mhm. Und es ist dann schon einfacher. Es geht natürlich, es geht. Aber einfacher ist es, wenn man zu zweit ist. Ja, natürlich. Ja. Meine Freundin hat unglaublich gern einen Hund, aber ich habe einfach gesagt, ich kann aktuell sogar diese halbe Verantwortung nicht übernehmen. Mhm. Weil mein Beruf eben zu unregelmäßig zeitlich einteilbar ist. Ja. Und deshalb will ich da einfach über, ich will ja auch diese Verantwortung jetzt nicht haben, auch wenn ich vielleicht gern die Freuden eines Hundes hätte, aber ich will die Arbeit gerade nicht haben. Mhm. Und ich weiß, dass es nicht stemmen könnte und deshalb ist das für mich einfach absolut überhaupt kein Thema. Und das Thema mit Katzen ist für mich halt zum Beispiel, ich habe immer Katzen gehabt in meiner Kindheit, in meiner Jugend, meine Mutter hat immer Katzen gehabt, das sind super Viecher. Brauchen weniger Aufmerksamkeit, weil es dir dann eh wurscht bist, dass du lebst mit deinen Katzen und sie dulden das. Richtig. Aber auch da ist es passiert bei mir einfach regelmäßig, dass ich mal 2-3 Tage nicht zu Hause bin beruflich oder dann bei meiner Freundin bin und deshalb ist das einfach kein Umfeld, wo ich ein Lebewesen reinbringe, das eigentlich von mir abhängig ist. Mhm. Das schließt auch Kinder gerade mit ein. Also zum jetzigen Stand in dieser Situation wäre Vater sein relativ schwierig vereinbar. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und dort kannst du nicht sagen, gut, die gibt es wieder her. Genau, ja, das ist eine lebenslange Verpflichtung, was du da reingehst. Ja. Weil ich meine, das ist absolut auf dem Plan, aber halt dafür müssen noch 1-2 Jahre, sage ich mal, vergehen, dass das berufliche Leben und auch das mit der Freundin ein Zusammenwohnen so ist, dass das dann auch funktioniert. Ja, sicher, die Komponenten müssen zusammenpassen. Ja. Aber man kann es ja nicht immer planen, gell? Also das ist. Ja, eh nicht, halt. Aber wenn du hergehen kannst und sagst, okay, das ist jetzt so meine Devise, das ist mein Credo und du lebst danach und du findest für dich dann selber nicht die Ausrede zu sagen, gut, doch noch ein Jahr, doch noch ein Jahr, doch noch ein Jahr und dann bist du 40, 45 und dann ist eh schon wurscht, ja. Aber wenn du dann hergehst und sagst, okay, gut, ich tue jetzt aktiv auf das hinarbeiten, weil ich das dann irgendwann mal haben will, finde ich das schon gut. Also ich finde deine Einstellung sehr gesund und sehr ehrlich, vor allem zu dir selbst. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn es jetzt passiert wäre oder gerade passiert zum Beispiel. Also das ist für mich, kannst du eh nichts tun. Das ist auch dann absolut keine Horrorvorstellung, weil ja. Genau auch da weiß ich mit meiner Familie, meinen Geschwistern, meinen Eltern, dass du absolut nicht allein bist. Ja. Aber ich möchte das mehr genießen können, wenn ich Vater werde. Ja. Also einfach, ich möchte dann aktiver dabei sein und nicht sagen, scheiße, jetzt habe ich ein Kind und jetzt gehen meine beruflichen Pläne, die ich vielleicht die nächsten 1-2 Jahre geschmiedet habe, auf Kosten auch deshalb ein, weil das macht mich, frustriert mich irgendwann und dann kriegt vielleicht das Kind das irgendwann ab, weil ja, du hast meine Karriere eingeschränkt. Ja, klar. Also das halt passt einfach jetzt gerade noch nicht. Aber es ist in sehr naher Zukunft, sag ich mal. Ja, cool. Das ja, auf jeden Fall. Also für meine Vorstellung, das muss natürlich, allein ist das schwer umsetzbar, aber ja. Aber das klingt ja sehr optimistisch. Also das ja, das ist absolut. So, ich habe jetzt überhaupt keine negativen Vibes rausgehört aus dem Ganzen. Ich werde auch jetzt gerade Onkel, also mein Bruder wird jetzt Vater im September. Gratuliere! Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Erstes Mal Onkel? Mhm. Sehr cool. Und ja. Onkel Martin. Onkel Martin. Mein cooler Onkel Martin. Ja, mal schauen, ob ich cool, ob ich ein cooler Onkel bin. Ich nehme schon an, dass ich das zusammenbringe. Aber ja, sicher. Aber auch jetzt, also jetzt auch wenn ich Onkel werde, das Kind wird die nächsten 1-2 Jahre nicht einen Onkel haben, der besonders viel da ist, weil einfach das halt zeitlich nicht sich spielen wird jetzt gerade. Also es passiert irgendwas Unglaubliches jetzt in den nächsten halben Jahren, dass eigentlich passt, das hat sich für mich erledigt. Kann jetzt meine Zeit komplett auf was anderes fokussieren. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Zum Beispiel könntest du ja ein weltberühmter League of Legends Spieler werden. Das wird sie nie wieder passieren, weil dafür habe ich zu viel Leben. Und zu wenig Zeit. Also ich habe jetzt gerade witzigerweise eben da vor kurzem ein YouTube-Video geschaut. Ich bin da doch, wenn ich am Abend einmal Zeit habe, relativ aktiv über so das Leben von Profisportlern in Asien. Das ist ja schlimmer als E-Sportler. Profi, jetzt, E-Sportler, oder? Ja. Das ist ja schlimmer als jedes Profisportlerleben, der einen körperlichen Sport betreibt, weil die halt in einer WG leben, zu 5-6, je nachdem wie groß das Team ist. Und dann wird in der Früh um 8 der Computer eingeschalten und dann wird trainiert bis 11:30, dann wird gegessen, dann wird weiter trainiert bis am Nachmittag und dann wird am Abend noch Strategie oder was auch immer gemacht. Also das ist ein Vollzeitjob in deiner Wohnung, wo du außer diesem Team absolut den Kontakt zu jedem anderen irgendwie einbüßt, kommt mir vor.
und auch permanent unter Überwachung, weil es um viel Geld geht und du bist extrem schnell austauschbar. Ja, klar. Gerade im E-Sport-Bereich, wo extrem viele Leute zu Hause selbst trainieren können, ja, gibt es einen, der spielt kurz, ist extrem gut und schon bist ausgetauscht und der hat dein Bett. Also das ist was, das auf keinen Fall ich haben wollen würde. Ist mir viel zu unsicher. Dafür, also mir persönlich wird da ein bisschen der Spaß verloren gehen an dem Ganzen. Das glaube ich auch, ja. Es ist dann eine Arbeit. Es ist gut, wenn dir das grundsätzlich Spaß macht, aber es ist dann, wenn du, egal welches Spiel du spielst, aber es ist auch so lustig, ist, wenn du es jeden Tag 10 Stunden vor dir hast, du hast nie wieder den Effekt, dass du sagst, Ma, das habe ich noch nie gesehen oder so habe ich es noch nie probiert oder mal was Neues gesehen, und damit ist es dann, glaube ich, einer der tristesten Arbeiten. Weil ich glaube, fast in jedem anderen Beruf hast du eine gewisse Abwechslung durch eine Herausforderung, die jetzt, keine Ahnung, ein Kunde mit sich bringt, eine Situation mit sich bringt, ein neuer Auftrag mit sich bringt. Das hast du dort letztendlich nicht. Deine Arbeitszyklen sind Spiele, die alle sich im Bereich zwischen 30 und 50 Minuten bewegen. Und da geht es ums Spinnen. Und du hast dann plötzlich einen neuen Gegner, der anders spielt als alle anderen. Und auf den muss ich mich jetzt einstellen. Ja, klar. Also ich glaube, das ist ein... sogar für die Hardcore-Gamer, die das unglaublich lieben, ein extrem schwieriger Job in Wahrheit. Ja, das kann man schon vorstellen, aber dann ist halt die Frage, wo ziehst du die Grenze zwischen Leidenschaft zu Beruf machen oder Hobby zu Beruf machen? Weil es gibt ja auch diese Leute. Ich glaube, im E-Sport-Bereich verliert jeder die Leidenschaft. Da bin ich mir fast sicher. Also wenn du E-Sportler bist und es wäre die Möglichkeit, sagen wir so, deine Sportart wäre Computerspielen, und die Disziplinen sind verschiedene Spiele, die vielleicht miteinander überhaupt nichts gleich zu tun haben. Das heißt, du spielst Shooter, Rollenspiele, MOBAs, Autorennen, Simulatoren, weiß ich nicht was. Und es gibt quasi Turniere, wo es eine Meisterschaft gibt und du weißt nicht, welches Spiel gespielt wird. Ja. Und du musst in allen gut sein, dann vielleicht eher, dass man sagt, okay, das ist meine Leidenschaft. Ich glaube, wenn du aber nur ein einziges Spiel spielst und das deine Arbeit ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 1% der Leute gibt, die dann wirklich nach 5 Jahren immer das gleiche Spiel sind, immer noch das gerne spielen. So, auch wenn sie gerade frei hätten, sagen, na, was du hast, jetzt spiele ich ein bisschen. Ja, klar. Zum Beispiel, ne? Weil ich glaube, das wird unglaublich, unglaublich trist. Ja, dann ist ja das doch das Gute, also für mich persönlich als Casual Gamer zu sagen, na, jetzt höre ich auf, jetzt bin ich nicht abhängig davon, dass sie jetzt... gibt. Ich glaube, jeder von uns hat schon einmal einen Tag gehabt, wo er lange gezockt hat. Nur man kann einmal dann hergehen und sagen, jetzt mache ich die Pause, wenn ich will, und jetzt... Oder ich spiele was anderes, sogar wenn ich weiterspiele. Genau so ist es, ja. Aber jetzt nimm her einen Profi-Bergsteiger. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Berge es auf der Welt gibt, aber jetzt braucht man nur mal die 8000er hernehmen, das heißt die wirklich schwierigen. Da gibt es so viele verschiedene, wo du auf viele verschiedene Art und Weisen raufgehen kannst. Das heißt, du hast immer Abwechslung, und wenn du mal auf dem Mount Everest draufgegangen bist und du gehst 3 Jahre später wieder rauf, ist das wieder was Neues. Ja, klar, ja. Aber das hast du halt in so einem Bereich nicht. Also ja, du bist tagtäglich damit konfrontiert und du hast ja wirklich tagtäglich die gleiche Situation irgendwie auch. Die Maps und die Charaktere, und irgendwann hast du das halt durch, und ja, das stimmt schon. Viele Leute, ich traue mich jetzt zu sagen, auch vielleicht viele junge Leute, da haben so das Bild vom E-Sportler, dass es halt so mega geil ist, und YouTube und Content, und du kriegst halt Geld mit dem, dass du zockst, und was gibt's Geileres? Nur wenn es dann wirklich zur Arbeit wird, das ist schwierig. Ich glaube, das Erste, was dorthin kommt, ist das Thema Streamer. Ja. Für vielleicht zum Beispiel Let's Plays, aha, wo du halt permanent andere Spiele ausprobierst und die Leute eigentlich hauptsächlich zuschauen, weil du beim Spielen lustig zum Zuschauen bist. Ja. Vielleicht auch, weil du aufgrund deiner Erfahrung gute Kritik geben kannst, ist das spielbar, macht das Sinn für den und den. Das ist, glaube ich, etwas, was man viel, viel länger betreiben könnte. Ja. Also ich habe immer wieder mal auf YouTube ein paar Streamern zugeschaut, die Horror-Games spielen oder was anderes, und eigentlich hauptsächlich das Lustigste dran sind die Reaktionen, die sie beim Spielen von was Neuem haben, aber du hast halt permanent was Neues vor dir, und das ist eigentlich das Aufregende, irgendeine Veränderung, irgendein Wechsel, irgendeinen neuen Input. Ja. Aber Profi-Gamer mit einem Spiel zu sein, ist mitunter, glaube ich, einer der härtesten Jobs. Ja, es klingt doch sehr eintönig. Also es ist, wenn man jetzt da näher in das Ganze reinbuddeln, verliere ich schon Spaß dran, ja? Ja, es ist leider. Ich spiele unglaublich gern Computer, muss man auch leider so sagen. Ich hätte immer gehofft, ich würde nicht so gern spielen wie du. Also ich kann auch, wenn ich die Zeit hätte, Tage damit verbringen ohne Schlaf, habe ich überhaupt keinen, kostet mich aktuell keine, oder wird mich keine Kraft kosten, sagen wir so. Aber sowas... Vitamine zahlen. Also
das weiß ich genau. Aber dann lass uns doch ein bisschen mehr ins Positive umschweifen und sag mal, welche Spiele spielst du dann tagelang, wo du sagst, du gehst auf und das kostet dich keine Kraft, weil du da so aufgehst? Naja, dadurch, dass ich ja eh nicht in diesen Bereichen spiele, in diesen Intensitäten, kann es auch durchaus sein, dass ich den ganzen Tag, zumindest in der Vergangenheit, aktuell überhaupt nicht, den ganzen Tag League of Legends spielen würde. Ja, doch. Ja, das ist schon vorkommen. Aber das hat dann natürlich auch eine Zeit gegeben, wo ich 2 Jahre nicht gespielt habe. Okay, ja. Und dann spielt man wieder ein bisschen und den Luxus hat man dann halt als Casual Gamer. Na klar, ja. Aber so gehen wir ein bisschen dorthin, Spiele, die mich aufgrund ihrer Dynamik, ihrer Mechanik kurzfristig lang an den Computer, an die Playstation gebunden haben. Eins der besten Beispiele ist, glaube ich, Assassin's Creed. Ui. Ich habe mir jetzt vor kurzem die restlichen Teile, die ich noch nicht hatte, weil sie auf Steam im Sale waren, gekauft. Habe dann das Rogue angefangen zu spielen, hat leider sofort die Lust dran verloren, aus irgendeinem Grund wieder. Aber ich habe bis dorthin eigentlich alles gespielt und dessen Spiele. Du bist krank aus der Grippe, du überlebst die ersten paar Tage, wo es dir richtig dreckig geht und dann liegst du nur auf der Couch und dann zockst du es und dann vergeht die Zeit extrem schnell, das macht eigentlich immer Spaß. Das stimmt, ja. Wer hatte das nicht? Richtiges Suchtpotenzial für mich haben Rollenspiele und vor allem auch MMOs, also Massive Multiplayer Online Roleplaying Games. Die haben es in meiner Jugend geschafft, da hatte ich ja schlechte Zeit nach meiner Schulteroperation. Viel mit Schmerzmitteln und mit wenig sozialen Kontakt, weil es mitgespielt hat. Ich habe mich nicht wirklich rausgehen traut. Jeder Zusammenstoß mit einer anderen Person in der Öffentlichkeit war unglaublich schmerzhaft aufgrund meiner Schultern. Dass ich es geschafft habe, von Freitag bis Sonntag ein Spiel durchzuspielen, aufzustehen, um zu duschen, zu essen, aufs Klo zu gehen, ohne zu schlafen. Das habe ich durchaus zusammengebracht. Weil du auch in einem Rollenspiel unglaublich viele neue Sachen immer wieder kennenlernst. Also du bist dann, World of Warcraft habe ich nie gespielt zum Glück, aber du bist dann am höchsten Level und machst immer nur noch das Gleiche. Also dieses Grinding, das ist dann da, wo du dann den Spaß verlierst. Aber gerade wenn du damit anfängst und relativ langsam einen Fortschritt machst, aber immer dabei was Neues kennenlernst, ist das extrem verführerisch für mich. Das stimmt, ja. Andere Spiele sind meistens, wenn ich irgendeine neue Spieldynamik kennenlerne, mit der ich noch nicht konfrontiert gewesen bin, aber dann sind das meistens so Amplituden, also da spiele ich das, keine Ahnung, ein paar Tage, ein paar Wochen, relativ viel und von einem Tag auf den anderen schalte ich es nicht ein. Das letzte Spiel, was das bei mir erreicht hat, war Dawn of Man. Okay. Letztendlich ein Spiel, wie du als, wie sagt man das, als Stratege über einer Siedlung bist in der Steinzeit und die quasi von der Ursteinzeit bis hin zum Bronzezeitalter führst, mit allen Gefahren, die dazugehören, Überleben im Winter, Überleben im Sommer, bei Türen, bei Regen, bei Angriffen, bei Wildtieren. Also so ein Management-Spiel eigentlich. Und das war, weil ich es noch nie was in dem Genre gespielt habe, relativ interessant. Das habe ich dann ein paar Tage wirklich intensiv gespielt und dann war es auch plötzlich vorbei. Also das sind irgendwie, meistens sind es eben, und genau das ist ja das, was ich gemeint habe, diese Neuheiten für mich, die mich einfach, wo ich denke, damit habe ich noch nie was zu tun gehabt. Und es ist lustig, es ist gut gemacht, du hast relativ viele Möglichkeiten, die fesseln mich für eine gewisse Zeit relativ intensiv und dann lassen wir auch gleich wieder los. Ja. Problem zum Beispiel an League of Legends ist dadurch, dass es das nie so gemacht hat, kannst du es immer wieder spielen. Ja, das ist auch gut, das ist ein Spiel, was man mit Freunden, ich nutze es sehr als sozialen Kontakt mit einigen Freunden, die verstreut über Österreich und teilweise auch Deutschland leben, wo man sich halt dort eigentlich hauptsächlich dann zum Quatschen im Discord trifft. Aber das ist ja schön. Ja, das ist auch super. Das ist ein absoluter schöner Nebeneffekt vom Gamen. Und das kann man auch den Leuten so mitteilen. Andere gehen dann ins Wirtshaus und saufen dort. Andere schauen sich gemeinsam Fußball an. Wir spielen halt gemeinsam ein Spiel. Es ist halt nur relativ verwerflich, weil dieses Computerspielen so ein Einsiedler-Dasein irgendwie vermittelt. Unterm Strich tun wir nichts anderes als, hey, gehen wir ins Beidl und spielen wir, tun wir schnapsen. Da hätte niemand gesagt, boah, du hast eine Kartenspielsucht zum Beispiel. Ja, stimmt, aber schöner Vergleich. Ja. Trotzdem ist es da, wir sitzen, wir erzählen uns, was beruflich passiert, was im Leben passiert, was man für einen Urlaub macht, was man umzieht. Das heißt, es wird eigentlich viel Blödsinn geredet, es wird viel auch über das normale Leben geredet und daneben wird halt ein Spiel gemeinsam gespielt. Und das ist, für den Zweck ist es eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen, die ich sonst wahrscheinlich komplett aus den Augen verloren hätte. Und dafür ist es. Das ist sehr schön. Das ist eigentlich sehr gut. Das ist wirklich sehr schön, ja. Diese Erfahrung habe ich auch machen dürfen, ja. Definitiv. Echt. Finde ich cool, weil
man hört oft genug, wie du schon sagst, wenn Leute jetzt ins Wirtshaus, Wirtshaus gehen und schnapsen gehen. Sagt ja, der nicht. Stammtisch ist es ja zum Beispiel. Ne? Ja, einmal genau. In der Woche, immer ins gleiche Beisel, 7 Bier eine. Ja, es hat sich nur ein bisschen verlegt, das Ganze. Es ist überhaupt nicht schlecht, bitte, wenn die Leute meinen, sie sollen ins Wirtshaus gehen, bitte, sollen sie tun. Aber dadurch, dass das Gamen so verrufen war, das denkt 20 Jahre zurück. Ja, habe ich auch schon gegamed. Wir werden alt. Ja, so ist es leider. Aber es, ja, vor allem in der Lockdown-Zeit habe ich das mitgekriegt, dass wo jetzt jeder zu Hause war und man kommt halt doch irgendwie zum sozialen Kontakt, weil man eben in der Party drinnen ist und man quatscht halt und was hast du heute gemacht und die machen wir Kurzarbeit und nachher waren halt zu Hause oder haben halt gesagt, passt, ich gehe jetzt auf den Berg auf und man trifft sie halt dann aus verschiedensten Lebenssituationen und kann dann doch ein bisschen einen sozialen, seinen sozialen Tank auffüllen und das muss ich auch sagen, ist auch eine Teilmotivation gewesen, warum ich den Podcast überhaupt mache. Weil ich mir gedacht habe, irgendwann wird es besser. Und es ist für mich nichts Cooleres, mit Technik und Freundschaft zu verbinden. Das ist jetzt, sei es jetzt Gamen in der Party mit anderen Dudes oder Mädels, whatever. Oder jetzt auch da die Mikrofone stehen zu haben und man tauscht sie aus. Also für mich ist das ein sehr sozialer Gewinn. Mhm. Also mein sozialer Tank fühlt sich da immer sehr auf und das tut schon sehr gut. Und das kann ich sehr nachvollziehen, dass du sagst, du triffst deine Leute jetzt einmal die Woche, einmal, oder wenn es nur einmal im Monat ist, oder wenn es nur einmal im halben Jahr ist. Das ist ja das Schöne bei echten Freunden. Man trifft sie, man redet, man spielt nebenbei was. Herrlich. Ja, okay. Das ist halt der Spieleabend online. Genau. Und wir haben die Möglichkeiten, dass wir online spielen. Und mein Gott, was ist daran verwerflich? Könnt ihr auch online ein Kartenspiel spielen, das wäre aber trotzdem irgendwie nicht das Gleiche. Also Solitär. Ja, Schnapsen online oder Dominion, gibt es ja genug Spiele. Gibt es genug Spiele, ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, es ist echt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, Martin, ich habe den Podcast mit dir sehr genossen, aber ich geb meinen Gästen beim Podcast immer am Ende des Podcasts die Möglichkeit, ein bisschen, sagen wir, Selbstwerbung zu machen oder möchtest du ein Statement geben oder irgendwas von der Seele reden, irgendwas loswerden. Bitte, the stage is yours, Martin. There we go. Das ist jetzt wieder ein ziemliches Spotlight. Also ich habe keine Notwendigkeit. Ich möchte auch nicht irgendwie Werbung für mich selbst machen. Ein Statement mitzugeben. Ich weiß nicht, ob ich jemandem für sein Leben besonders gute Tipps geben kann, ob ich dafür qualifiziert bin. Wenn irgendwer aus dem Podcast was vielleicht gehört hat, wo er denkt, hey, das trifft auf mich zu oder das ist etwas, was auf mich anwendbar wäre, bin ich eh schon froh. Also eigentlich muss ich leider sagen, dass ich da nicht jetzt wirklich lang das Mikrofon brauche, um speziell was zu sagen. Also es war ein lustiger Abend, aber das war mir eigentlich klar, bevor ich da war. Und bin gespannt, was du aus dem Podcast noch so machst. Ich auch, na definitiv. Aber du hast jetzt in dieser Minute schon sehr viel gesagt, obwohl du meinst, du hast nicht so viel gesagt. Ich habe eigentlich versucht, nichts zu sagen und dafür relativ lange gebraucht. Sehr schön formuliert. Ein Philosoph vor dem Herrn. Na, danke, dass du da warst. Gern. Echt cool und ich hoffe, du kommst wieder. Und wir können wieder so einen coolen Austausch miteinander haben. Ja, schauen wir, was in einem Jahr ist passiert. Ja, vielleicht habe ich dann schon eine Villa irgendwo, im Nirgendwo. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es wieder im Garten bei mir. Vielleicht müssen wir mit Plexiglasscheibe zwischen uns sitzen. Ja, who knows. Mikrofone sind ja verbunden mit dem Laptop und nicht mit dem... Ja, vielleicht wird es ein Online-Podcast. Das heißt, du interviewst mich, während ich zu Hause sitze. Auf der Couch. Im League of Legends spielen, ja. Dann wirst du mir ab und zu vielleicht fluchen. Ja, das passt schon. Ein bisschen ragen kann man ja. Nein, ich versuche mir das sehr zurückzuhalten. Ein sehr großer Samurai im Spiel. Also seine Gedanken kontrolliert und die Ruhe. Davon bringt ja nichts. Ja, das stimmt schon. Bringt ja nichts. Man muss auch sagen, es gibt auch andere Leute, die das Spiel ebenfalls beherrschen. Und das ist nicht immer nur unfair, wenn man vielleicht irgendwo mal was verliert. Einer meiner Lieblingssätze ist, weißt du, manchmal verliert man. Und manchmal gewinnen die anderen. Und mit dem Satz hast du schon viel gesagt und das finde ich einen super Abschluss für heute. Martin, danke, dass du da warst. Ja, gern. Ich wünsche dir was. Ebenfalls. Baba. Ciao.